Marie! Maro! Marie! Maro! Ich glaube, wir haben mit Homeschooling-Phasen, oder? Ja, ich denk's. Ja. Es ist Corona-Zeit. Ich meine, für uns ist ja immer Corona-Zeit an der Phasen, weil wir haben dort Maske auf. Aber man braucht ja nicht nur Maske, man braucht auch Sicherheitsabstand. Also wir sind gerüstet fürs Homeschooling. Ich hoffe, ihr auch. Ne? Aber damit ihr uns besser versteht und wir auch ein bisschen Homeschooling machen können mit euch, stellen wir uns erstmal vor, wer bist denn du, du David? Ich bin David Jürgen. Und du bist? Ich bin der Moospaff oder auch der Uwe. Und ab und zu auch der David Uwe. Ja, was haben wir alles mit euch vor? Wir haben vor, 3 kleine Unterrichtsstunden über YouTube zu gestalten. Und heute Abend, Jürgen, haben wir das Thema Geschichte der Fasnacht. Richtig. Was fällt dir da dazu ein? Ja, was fällt mir jetzt da dazu ein? So finde ich mal ganz grundsätzlich, würde ich mal gerne dazu sagen, man sollte auch mit einem Gerücht oder mit einem Märchen aufrufen, wo immer noch rumgeht, wo man immer noch wieder lesen tut, wenn es als heißt, Fasend ist zum Winter austrieben, von den Germanen. Ja, das war schon immer eine These. Was richtig sieht, hätte es halt was mit dem christlichen Jahreskalender zu tun. Richtig. Und ja. Fällt halt deshalb auch in die ausklingende Winterzeit. Mhm. Ja. Aber das mit dem Kirchenkalender, wie kann man das jetzt eigentlich erklären? Fastnacht? Ja, nichts einfacher wie das. Es hängt halt mit einem 40-Tag-Fastenzeit zusammen, oder? Ja, eindeutig. Das heißt, die Nacht vor der Fastenzeit, genau. Fastnacht. Genau, wie Weihnacht die Nacht vor Christi Geburt ist. Genau so. Genau so ist es auch. Ja. Aber es gibt ja auch Karneval. Nicht bei uns. Nicht wirklich. In Köln und so. Nein, nicht wirklich bei uns. Oder in Mahle gibt es das auch. Aber es Karneval bedeutet doch auch irgendwie was mit Karnevale. Ja, und Karne, lateinisch, ich bin kein Lateiner, ich meine es halt, man spricht so ähnlich wie Karnelis, Wahlen oder irgendwas. Also das bedeutet auf lateinisch Fleischwegnahme. Ja, ja, deswegen auch Chili con Carne, da wird es dann nicht weggenommen. Eindeutig nicht. Nein. Also Karne wie Fleisch wahrscheinlich, denke ich mal. Du hast. Aber das lernen wir noch in der 12. Klasse, wenn wir mal Latein lernen. Da kommt es dann bestimmt an. Dann darf ich mich auch gerne berichtigen. Und Fasching gibt es auch noch, da habe ich gehört, das käme aus Bayern, der Begriff. Und zwar haben die irgendwie gesagt Faschnang oder Fasching. Deswegen kennen wir das ja wahrscheinlich auch mehr in Bayern und in Franken. Und das war der Ausschank eines Fastentrunkes vor der Fastenzeit. Also alle 3 Sachen, ob Fasching, Fasnet, Karneval, Fasnet feiert man überall. Jürgen, ja, Fasen gibt es doch so lang, haben wir doch jetzt schon gesagt, hängt ein kirchlicher Jahreskalender zusammen und alles bedeutet irgendwie das Gleiche. Aber sieht, wenn gibt es jetzt eigentlich Fasen wirklich so, wie kennst du das? Also, ja, die älteste belegte Darstellung, zum Beispiel dem Nürnberger Metzgerstanz, der kommt, glaube ich, aus dem 15. Jahrhundert. Man vermutet aber, dass es schon früher Zusammenkünfte gegeben hat. Festlichkeiten, weil ja in der Fastenzeit durfte schon kein Fleisch mehr essen und so weiter. Und weil ja noch mehrere Produkte waren ja verboten. Und dann hat man halt gesagt, man macht da nochmal richtig fest, weil man in der Fastenzeit das ja sowieso nicht mehr verwendet durfte. Das wäre ja kaputt gegangen, da wäre es ja blödsinnig gewesen, wenn man es weggeworfen hätte. Also hätte man es auf den Kopf gehabt. Das heißt,
bevor was kaputt geht und bevor man nichts mehr machen darf, macht man halt fest. Ich glaube, das war besonders wichtig auch so für die Soldaten oder Bauern, also nicht unbedingt für die Obrigkeit, die Grafen und reichen Bürger und so. Die Hände ist ganz sicher, okay. Denn war das egal. Der einfache Mann, der war das wichtig. Weil der mit nichts kaputt geht, der. Am Rieche war das egal, ob jetzt das Fleisch kaputt geht oder nicht. Der. Am Aschermittwoch fangt ja Fastenzeit an. Ja. Aber fasend ist ja nicht erst am Fasensdienstag, sondern wir feiern ja Fasen vom schmutzigen Donnerstag bis zum Fasenszischtig. Ja. Ja, das kommt auch deutlich schmutzig. Das alte Wort für schmutzig war eigentlich die schmutzige, oder in manchen Gegenden wird es immer noch als schmutziger Donnerstag genannt. Das war einfach schmutziger, das Wort für fett. Also eine fettige Donnerstag. Da ist. Denke noch an Striebli, Scherbe und alles. Da wird alles, was mit Fett, mit Eier, mit Butter und mit allem dem zu tun hat, ist doch verschafft worden. Ja, warum? Ja, wenn es eben durch die Faste zieht, war es noch nicht mehr erlaubt, genau wie Fleisch. Auch für die Hochzeit hätte es dann gehen. In der ja, Zeit. Und die Feste, wo man gerade vorhin noch gesagt hat, gell? Ja. Man hätte vor der Faste zieht noch ein Fest gemacht, dann muss man das essen. Richtig. Und es trinken. Ja. Was ist das? Hirade sollte man auch noch. Auch Hirade, weil nicht nur Fleisch zum Essen war noch verpönt, sondern auch durch sonst auch noch fleischlos leben müssen. Noch ein, oder mit Beginn der Fastenzeit. Da gehen wir jetzt ja nicht näher drauf. Nein, das aber, ist jetzt nicht sehen. Aber es ist halt wichtig zu wissen, dass man deswegen ja am schmutzigen früh anfangen. Im Nahrungskörper normalerweise als mit einer Bohnensuppe, die ist ja virtuell. Und ja, aber ich glaube ja, jetzt die Leute auch verkleidet rum. Woher kommt das? Ja, man hat sich auch mit den Phasen über die Obrigkeit gern lustig gemacht früher. Und da hast du halt eine Phase, die du die beste Möglichkeit gehabt. Da hast du dich nicht auch unter die Menge mischen können. Da hast du nicht gleich von der Obrigkeit verfolgt werden können. Wenn es dann auch für die Kirche von der Obrigkeit verfolgt wurde, ist die Phase, oder verpönt wurde, ist die Phase, ist man dazu übergekommen, man hat sich unkenntlich gemacht, man hat das Gesicht verhüllt mit Stoff, oder was am billigsten war, mit Ruß. Oder sind dann die erste Phasenfigur aufgekommen. Das heißt, du hast alles genommen, was halt Kette ist, eine Lumpe, das war nicht viel, aber Ruß, das ist ein Tuch. Ja. Ja, und dann hast du dich verkleidet als was? Zum Beispiel die Spätli. Na, aber kommt auch daher, weil da hat man dir wirklich die Fetze verschaffen können, damals. Und was halt die erste Figur war, war eigentlich der Teufel. Weil der ist schon mit der frohen Leichnamsprozession von der katholischen Kirche, als immer verwendet wurde, als Fingerzeig, dass das Böse ja unter dem Jahr umgeht. Und dann hat man sich der Teufel geliehen. Oder das Häs, das Kostüm. Und das hat auch ganz gut geklappt anfangs. Das ja, war so üblich. Aber das ist bestimmt nicht so gut angekommen, dann, weil die Kirche kurz vor der Fastenzeit, wenn dann Leute als Teufel rumrennen, da jetzt bestimmt auch Ärger gehen, nehme ich mal an. Sicher. So wie hin halt auch, wenn man übertrieben tut an der Phasen. Ja, zum Teil auch zu Recht, weil das ist dann wirklich auch hergekommen. Und dann ist das halt auch, ja, die Kirche hat gesagt, das ist ja natürlich sündhaft, was man macht. Damals war die Kirche noch wesentlich strenger wie sie da. Ja, gut. Das war auch selber sagen. Ich denke, es gibt ja Gott sei Dank nicht nur Teufel. Ich meine, im Riechebach kennen wir noch ein paar Profe. Überlege es euch. Genau. Wir haben ja auch. Also, ich meine, Texte, entweder Oberburg oder Gängebacher, die gibt es ja schon so lang. Ist relativ. Anfangs sind die so nach 30er Jahren. Ist aber. Eine richtige Hex-Hitz mitgeben. Nämlich also Kräuter, Biber und ähnliches. Oder auch Aldi-Biber. Also eigentlich war es halt am Anfang hauptsächlich so Teufelsgestalt. Genau. Was ich weiß, es gibt ja seit dem Mittelalter auch den Narr, den Harlekin, ja.
Das ist, glaube ich, aus dem italienischen Bereich gekommen und so in Richtung Deutschland. Da ist das sogar geschafft, ja. Dann, ich denke jetzt mal, von solchen Figuren sind halt viele andere Narren und Narrenzünfte auch entstanden, wo wir so alle kennen, wenn man mal auf Umzüge geht. Das war so eine grobe Entwicklung, ja. Auch Tier und Fabelwesen hätten wir aufgenommen. Stimmt, Gibt es auch. in Bühl, in Offenburg-Bühl, da gibt es die Dachse, wenn ich es richtig weiß. Aber es gibt auch Grutplätsche in Goldschier. Da sind es dann Obst oder Gemüse. Wie? Cherisli, Cherisle, natürlich. Krise, Kirsche. Daher kommt das Wort. dann, ich meine, der Fantasie vom Nach, ich habe keine Grenze gesetzt, wenn das so nimmt. Ja, Und das ist ja schön, so aber soll ein es bisschen gehen. hat es halt schon auch ein bisschen mit der Historie zu tun haben, vom Dorf, von der Stadt, wie auch Klar, immer. klar. Ich meine, in Gengebach sagen sie ja auch, der Schalk, den gibt es schon ewig. Da haben sie, glaube ich, sogar eine Fliese gefunden mit dem Schalk-Porträt drauf. Also Schalk ist ja ähnlich, auch wie der Harlekin wieder oder wie der Hofnarr. Viele Also man Ähnlichkeiten. sieht, es wiederholt sich und ich denke, beim nächsten Mal werden wir auch mal drauf eingehen, wie das ist mit den Fasensfiguren rund um Riegelbach. Und ich glaube, wir sollten nächstes Mal dann auch drauf eingehen auf die Geschichte von den Fasen in Riegelbach. Das ist bestimmt spannend und soll man den anders machen, wenn man nicht fort der jetzt ist. Bis am 15. Februar haben wir Lockdown, nennt sich das. Man muss ein bisschen daheim sein, man soll nach wie vor Abstand halten. Und man macht Homeschooling. Und wir hoffen, dass euch wirklich gefallen hat. Jürgen, nächstes Ja. Mal machen wir wieder. Ja, und man hoffe, dass sich's rumspricht. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, halt es fertig. In Wir haben dem es Sinn, Navi! Na oh.